Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Kira und Jennifer Aufträge. Erster Auftrag, und zwar erfülle das Eliminierungsziel in Jennifers Schlachtfeld. Einmal bekommen wir ein Banner-Symbol, Map-Code, geht hier auf Spielmodus wechseln, dann Inselcode und tragt einmal hier diesen Map-Code ein, und zwar 28629616568. Drückt ihr einmal bestätigen, einmal spielen und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, nur mal so nebenbei, die Skins sind auch gerade eben 13 Uhr im Itemshop reingekommen. Hier einmal Kiri, Paket, so sieht das Ganze aus. Hier Kiri, Springers War und so weiter. Und hier einmal Jennifer, hier wie ihr schon sehen könnt. Und ja, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Wenn das Ganze beginnt, könnt ihr ein Team auswählen, Team Blau oder Team Rot. Ich gehe jetzt einfach mal ganz entspannt in Team Rot rein und dann warten wir einfach mal ganz kurz. Und ihr seht hier direkt an der Seite Eliminierung, eliminiere 15 Gegner, um die Belohnung zu erhalten. 15 Gegner müssen wir jetzt eliminieren. Ihr habt hier ein Schwert. Wenn ihr einen Gegner eliminiert, bekommt ihr immer hier eine Sekunde Gold. Und ja, ihr seht, wir haben ihn jetzt eliminiert und Gold hat gedroppt. Das sammeln wir einfach dann ein, Leute, ganz entspannt. Und dann hier nochmal Gold. Somit haben wir jetzt 60 Gold, okay, damit können wir uns was leisten, und zwar eine Sekunde, hier so eine Pistole, eine Sekunde, wenn ihr spawnt, könnt ihr direkt hier gehen, könnt euch Waffen kaufen, und zwar das hier, 40 Gold kaufen wir auch direkt, und jetzt haben wir eine bessere Waffe und können somit viel einfach Gegner eliminieren, wie ich schon sehen kann, so zack, einfach eliminieren, so, ja, passt, okay, schade. Auf jeden Fall 15 Gegner eliminieren. Leute, ihr seht, wir haben jetzt schon 14 von 15 Eliminierungen. Uns fehlt noch eine Eliminierung. Okay, schade. Das war's noch nicht. Hier, vielleicht hier. Und zack, wir haben ihn auf jeden Fall auch gekillt und somit den Auftrag abgeschlossen, Leute. Ja, Leute, wenn ihr den Auftrag abgeschlossen habt, dann bekommt ihr hier gereizte Jenna. Hier, Jena. Und somit habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Jetzt mal Kiris Auftrag. Und zwar schließe die Parcoursstrecke in Kiris Ausweg ab. Einmal bekommen wir ein Emoticon, einmal Insel ansehen. Das hier ist die Map. Mapcode ist auf jeden Fall 27764034800. Einmal spielen drücken oder auch bestätigen und einmal reingehen. Ja, wir sind jetzt hier drinnen und wir müssen einfach ein Parcours machen. Also fangen wir direkt mal an. Also einfach mal hier runter gehen. So, zack. Hier steht alles drin. Also Leute, wenn ihr hier runter geht, geht nicht hier. Also geht hier auf den Stein. So, und dann einfach mal hier hochklettern. Eine Sekunde, das klappt auf jeden Fall. Das ist ein richtig geiler Trick. So, zack. Eine Sekunde. So, gehen wir hier rauf. Und dann klettern wir einfach hier. Und dann klettern wir und zack, hoch. Spring einmal. Und hier sind wir schon rüber. Jetzt gehen wir hier auf diesen Fels oder Stein, was auch immer. Und gehen hier weiter. So. Jetzt sind wir hier. Haben wir einen Spawn gelegt. Jetzt müssen wir da rüber. Deswegen nehmen wir hier einmal Anlauf. Klettern hier einfach mal rüber. So. Dann sehen wir uns, wenn wir hier unten sind. So, zack, angekommen. In das Portal rein. Und jetzt müssen wir einfach mal hier vorne hin. So Leute, was ihr hier machen müsst, ihr müsst hier einfach hinspringen und zeigt, ihr boostet euch von automatisch rein. So, jetzt sind wir hier angekommen und müssen wir das hier machen. So. Oh, okay. Schade. Jetzt machen wir es mal nochmal. So, dann sehen wir uns, wenn wir hier drüben sind. Und zeigt, jetzt sind wir drüben. Zeigt einfach mal Checkpoint mitnehmen und jetzt ganz easy hier rüber rennen oder laufen, was auch immer. Zack. Jetzt müssen wir hier hin. Ich denke mal, jetzt müssen wir einfach wieder hier raufspringen. Und ihr seht, wir sind hier. Und jetzt müssen wir einfach mal dorthin. Ist auch wieder ganz einfach hier wieder springen. Und zeigt, wir werden wieder geboostet. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt müssen wir hier einmal hoch. Leute, ich bin einfach hier raufgeklettert. Kann man easy auch machen. Jetzt versuchen wir hier rüber zu gehen. Wir müssen doch nicht hier rüber, sondern hier rüber. So, zack, einfach mal hier hin boosten. Ich bin in die falsche Richtung geboostet. So, hier hin. So, zack, einfach mal springen. Und wir sind knapp angekommen. So, angekommen, jetzt wieder ins Portal rein. Und hier sind wir in eine ganz neue Welt.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir beim nächsten Portal sind. Leute, wenn ich weiß, was ihr hier machen müsst, ihr müsst einfach hier ins Wasser rein und dann einfach mal nach unten schwimmen. So, wie ihr schon sehen könnt, für die, die es nicht wussten, versuchen. Also wenn ihr lange unter Wasser seid, dann bekommt ihr auf jeden Fall Damage. Jetzt schnell hoch und zack, sind wir fertig. Jetzt geht ihr einfach hier wieder weiter. So, Portal rein und zack, haben wir das geschafft. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Portal. So, zack, beim Portal angekommen, Leute. Jetzt einfach mal reingehen. Und zack, jetzt sehen wir, jetzt müssen wir einmal hier auf Spawnpad direkt landen. Und hier auf den Stein. So, jetzt einfach mal weiter. So, rüberspringen. Zack, ich denke mal auf den Baum. Ja, Leute, ihr müsst auf den Baum rauf, dann hier einfach weiter. Zack. Hoppa. Jetzt weiter, Leute. Weiter, weiter. Und jetzt hier rauf. Weitermachen. Dann müssen wir hier steigen in den Schlauch. Okay, wir haben jetzt schon den Auftrag abgeschlossen. Wenn ihr hier beim Schlachtenbus angekommen seid, dann habt ihr den Auftrag auch somit abgeschlossen, wie ihr schon sehen könnt. Hier, ihr seht, viel Glück auf deinem Weg. Und zack, ihr seht, wir haben den Auftrag abgeschlossen, also in dem Parcours auch, von Kiris Parcours. Und ja, Leute. Leute, das haben wir jetzt bekommen, weil wir den Auftrag abgeschlossen haben. Und zwar selbstbewusste Kiri. Und weil wir zwei Aufträge abgeschlossen von Kiri und Jennika Aufträge, haben wir auch hier nochmal ein Banner-Symbol bekommen. Finde ich ganz nice, rüste ich auch direkt aus. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Damit würde ich einfach sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss. Tschüss.